zurück bei Silent Hill 2 Director's Cut. Und wie immer, Mary ist auch mit dabei. Ist das nicht schön? Das Schlimmste, was sich bei Silent Hill passieren kann, ist, wenn auf einmal ganz spontan das Telefon läutet. Ja, und du schon ganz angespannt in deinem Sessel sitzt und auf einmal, ah, oh mein Gott. Aber das hat nichts mit James zu tun, denn James springt gern in dunkle Löcher. Ist das ein Fetisch, wenn man dunkle Löcher mag? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, ich stehe auf dunkle Löcher. Yeah. Kann ich mir gut vorstellen bei James. Lass mich raten, wir sind jetzt im B1F. Ja, natürlich sind wir im B1F. Warum frage ich überhaupt? Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann das nicht öffnen. Das ist gut. Sieht aus, als wäre das Schloss kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Was? Als ich mich der Tür nähere, dringt schon der Hauch eines üblen Geruchs heraus. Okay, das sagt überall dasselbe. Ich glaube auch nicht, dass hier noch Personal rumschwirrt. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben die Leichenhalle gefunden. Hat sich das gerade bewegt oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich würde sagen, wir bleiben nicht so lange, um das herauszufinden. Die Leiche riecht ekelerregend nach fauligem Fleisch. Ja, das kann ich mir gut denken, dass das nach fauligem Fleisch riecht. Einfach mal so eine Leichenhalle. Ach, wie hätte es sein können? Noch mehr dunkle Löcher. Diese Leiche, stammt sie aus diesem Loch? Da ist ein Loch im Fußboden. Ich kann keinen Boden sehen. Wie weit führt das? Willst du hinunterspringen? Ah, das ist die beste Stelle im ganzen Spiel, ja? Das mit den Löchern. Und der springt einfach. Da könnten Stacheln unten sein oder einfach. Da könnte einfach sterben bei, oder beim Aufprall. Schöne Geräusche. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Dann würde ich mal sagen, wir sind verloren, weil hier findet uns wahrscheinlich keiner. Ah, sind das für Geräusche? Ach, hä? Was zum... Noch ein Loch? Muss ich wirklich hinunterspringen? James, warum stellst du mir diese Frage? Du kennst die Antwort. Wer von euch würde da wirklich freiwillig runterspringen, wenn er weiß, es gibt keinen anderen Weg? Wer? Jeder normale Mensch würde versuchen zu klettern, sich abzuseilen. Nö, Champ, spring einfach. Passt schon. Kein Problem. Und er landet seltsamerweise auf dem Bauch. Wie funktioniert das? Ich weiß, Logik in Videospielen, besonders in Silent Hill, aber hey. Was haben wir denn hier? James guckt irgendetwas an, aber ich kann es nicht sehen im Moment. Liegt da irgendwo ein Item? Was guckst du da an, James? Ist das im Aufzug? Ach, hier. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Schrotpatronen. Ah. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Patronen für die Pistole. Ja, Patron. Und der Aufzug fährt auf magische Weise.
denn schon gedacht, dieser Aufzug hört nie auf? Okay, wo sind wir denn? Es sieht nicht mehr aus wie ein Gefängnistrakt, aber hier ist ein Speierpunkt, den werde ich mal benutzen. Wenn James sich da vorstellen würde. Vielen Dank, James. James, du bist ein guter Mann. Ich speichere mal auf einen neuen Slot, man weiß nie, was passiert. 4,5 Stunden, 13 Mal gespeichert. Sieht so aus, als sind wir in einem Apartmentkomplex. Brauchen ganze 4 Kugeln. Das ist schon heftig. Dieser gespannte Draht versperrt mir den Weg. Ach, James, was kannst du eigentlich? Das heißt, ich bräuchte einen Seitenschneider. Sehe ich das richtig? Hier ist eine Sackgasse. Wer baut hier eine Sackgasse? Oh, eine Leiter. Okay, das dürfte die letzte gewesen sein. Hier ist auch eine Leiter. Und hier ist ebenfalls eine Leiter. Oh mein Gott, ich gehe erstmal zurück zur ersten Leiter. Einfach um sicher zu gehen, wo das überhaupt hinführt, dieses Ding. James? Ach ja, weil es mir gerade einfällt. Ich wurde ja gefragt, ob diese Kreaturen alle eine Bedeutung haben für den Protagonisten. Und das ist der Fall, ja? Sämtliche Kreaturen haben eine tiefere Bedeutung. Ich werde das aber nicht im Let's Play beantworten, weil die Beschreibungen zu einigen Monstern schon ein bisschen ausfallend sein können. Deswegen werde ich das, wenn das Let's Play fertig ist, eine extra Folge packen, damit ihr Bescheid wisst. Was haben wir denn hier? Ich kann da irgendwas drehen. Ach, das ist das Tor zu. Da war doch vorhin ein Durchgang, oder? Nein? Oh mein Gott, wie habe ich das jetzt gedreht? War das auf gelb? Ja, gelb ist ein Durchgang. Sind das Türen? Ich sehe schon, ich muss das irgendwie richtig drehen anscheinend. Gibt ja nur 10.000 verschiedene Kombinationen bei so einem Würfel, aber hey. Die Frage ist nur, wie drehen wir das? Da sind überall Türen. Ah, guck mal, da ist ein Gang. Oh, wie herzallerliebste geht's nach unten. You're alive! Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly.
Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Man könnte da schon etwas durch die Gitterstäbe machen. Da würden mir jetzt schon ein paar Dinge einfallen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Maria lebt also, nachdem sie vom Pyramid Head niedergestochen wurde. Das ist interessant. Die Frage ist nur, wie kommen wir zu Maria? Was tut das so komisch? Ich habe eine Drahtschere, die war vorhin aber noch nicht da, oder? Okay, die Lion Creatures sind wieder alle aktiv. Das soll mir aber jetzt richtig egal sein, denn ich gehe jetzt einmal hier runter. Wenn James mich lässt. Vielen Dank, James. Sehr nett von Ihnen, James. Ah, Mandarin. Mandarin, Mandarin. Ah, noch mehr Mandarins. Gott, vom Regen in die Traufe, wo bin ich denn jetzt? Oh. Ich habe ein großes Messer. Schubadon. Schubadon. Hier hat anscheinend irgendjemand operiert, so wie es aussieht. Ich bin verwundet. Guckt es euch an. Ich sollte vielleicht mal einen Ersthilfekasten nehmen. Ja, ich habe eh so viel. Großes Messer. Wuchtige von... Vom Pyramidenkopf geführte Waffe. Schwer zu handhaben, aber tödlich. Wir haben das Schwert von Pyramid Head. Und ja, die Waffe ist mehr als langsam. Aber wenn ihr damit Feinde tötet, das gibt euch so dieses besondere Gefühl, etwas super Tolles erreicht zu haben. Finde ich zumindest. Okay, dieser Abstecher war es definitiv wert. Ja, noch mehr Mandarins, oh mein Gott. Lasst mich doch alle in Ruhe. Hier ist eine Leiter. Ah, Pyramid Head! Das war definitiv der falsche Weg. Was macht da ein Pyramid Head? War das jetzt wirklich nur für dieses Schwert, dass ich da runtergegangen bin? Sehe ich das richtig? Das hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt, würde ich meinen, oder? Bin schon wieder verwundet.
Gott. Die hat mich einmal angestochen und ich war nur noch auf normal. Schon heftig. Ja, schneid mal den Draht durch, James, dann würde ich sagen, wir suchen mal Mary, oder? Ah, Maria. Mary suchen wir sowieso. Mary, Maria, da komme ich sogar schon durcheinander. Was tut denn da schon wieder so? Ja, in Silent Hill 2 oder beziehungsweise in allen Silent Hills ist es eigentlich immer so diese Angst vor dem Unbekannten, was uns in den Wahnsinn treibt, ja. Geräusche, obwohl wir nicht sehen. Und lauter so Sachen. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ach, die handgezeichnete Karte, ja, das hilft mir, James. Das ist super. Ich gehe mal in die erste Leiter. Mich das hinführen mag. War ich hier nicht schon? Nein, es ist nicht auf der Karte. Da ist noch eine Leiter. Und hier ist einfach mal Sackgasse. Wo bin ich jetzt wieder? Warum gibt es hier einfach einen großen leeren Raum? Dieser Ort ist sehr verwirrend und verstörend, wenn ich das mal so anmerken darf. Dann bleibt eigentlich nur noch diese eine Leiter da vorne. Aber liebe Leute, wir machen eine erfrischende Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Silent Hill 2 Director's Cut wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich sage wie immer, stay tuned and so long.